Gleich mitnehmen und über den Rand schmeißen. Panty-Shot. Ist ja kein echter Panty-Shot, die hat ja Hosen an, ne? Du bist dumm, Stin. Du weißt nicht, was ein Panty-Shot ist. Ja, leck mich doch. Willkommen zurück zu Gravity Rush. Mein Name ist Stan und in der letzten Folge haben wir dem verrückten Doktor geholfen, ein paar Dinge hochzujagen. Herausgestellt hatte sich, dass er sich für das Militär engagiert. Und ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Ihr hoffentlich auch. Und lasst uns auch schon die nächste Mission anfangen. Uhu. Mir gefällt, wohin das wir führt. Oh, wait. Raven, sieh mal an. Was? You got greedy. You. Das ist doch die Alien-Spacke da. There are consequences for overfeeding your kids. They grow up so fast. Are you a ghost? I thought you were dead. Well, my queen, you're late for the ball and it's going to be your last dance. Dusty! Oh, die hat sich aber schnell angezogen. Episode 19, Falling to Pieces. Wow. This is where I woke up in high school. Okay, meow. Dusty, wait, weren't you split up in a bunch of parts? Find all of Dusty. Dusty, is that you? Dusty, what's going on with you? Hey? Okay, ich glaube, sie träumt ein bisschen. Dusty, what are you doing? Hey. Jetzt muss ich hier querlaufen. So, wo bin ich jetzt? Immer noch an der Wand. Dann, wo ist die nächste? Okay, wir können nichts machen, wir können nur laufen. Oh, wahrscheinlich muss ich hier hochlaufen, oder? Ne, hier ist zu. Irgendwo. Ich übersehe doch was, oder? Da ist er, sag ich doch. Und wieder auf die Erde, zack. Zaun kaputt. Nicht meine Schuld. Die Katze war's. Ich glaube, das kauft mir keiner ab. So, da ist die nächste. It's like I'm dreaming. Am I still asleep? I think some of my power is coming back. You better find the rest of Dusty. Also ich glaube nicht, dass Alias ein Traum war. Ich glaube, der lebt noch. Where is everyone anyway? Was sie jetzt erlebt, ist ein Traum, ja. Aber ich glaube, Alias war echt... Oh, also das Raven. Ich dachte schon, wer ist das? Raven, how can you be here? Are you an illusion? Next time we meet, friend. Die Dialoge gehen zu schnell. Ich sag das schon immer wieder. Ich habe immer noch keine Kräfte. Die Dialoge sind zu schnell für zum Vorlesen. Im Kopf kann ich die wahrscheinlich ruckzuck durchlesen, aber... Da ist schon... Ach, da ist schon dieser... Satcha, I know where you find your back. Da ist der Satcha aus dem Nimmerland da unten. Wo wir in Folge 17 waren. 17, 16, 15. In der Reihenfolge. Da ist auch die Cyan, eine der Erschafferinnen. Falls ihr es jetzt einschätzt. Cyan, I hope you're using your powers so greater to keep the children safe. Und vergisse. Ein Scheißdreck tut sie, wenn du mich fragst. So, die Hälfte der Katzen haben wir. Okay. Das ist auch unsere Katze, oder? Mit der, in der Pantherform. Gegen die wir jetzt kämpfen müssen. Ohne Kräfte. Und ein paar Nevis. It's still weak, but I think my power is coming back. Maybe it will keep growing if I keep assembling Dusty. Even if you find the rest of your cat, it won't matter. Alias. You will never escape from here. My panther will see to that. Just wait till I get Dusty back together. We will find a way out of here. Good, good. That's the spirit. I'll be waiting for you to give up. Then it's going to be a long wait. I will never let you win. Alias must be controlling that. I created the Navy. Spezialangriff. Das ist ganz easy. Wer braucht schon die restliche Katze? Where did it go? The Thunderman was hiding parts of Dusty. Wie viele? Die nur eine einzige.
Jetzt da oben. Na toll, für die restlichen 10 müssen wir jetzt wahrscheinlich den Panther mal wieder killen, wa? Und seine Macht. Ah, okay. Ist sowieso meine Lieblingstaktik. Erstmal die kleinen Leute kaputt machen. Immer auf die kleinen. Immer auf die kleinen Dicken. So. Und weg. So, jetzt auf den Panzer. Ach, das Respawn, nein, welche. Respawn ist für Lamers. Das ergibt keinen Sinn. Soll aber auch nicht. Ah, kommt schon. Kein Gangbang hier. So. Giraffe Blinkarsch nervt wie immer. Hat sich nichts geändert. Auch nach knapp 20 Teilen nicht. Ist immer noch eines der miesesten Gegner, die ich hier getroffen habe. Neben Sperrfisch und der Zwiebel. So, jetzt aber. Zack, einer mehr. Okay, jetzt hier hoch. Also, den kriegen wir umsonst. Sehr schön, ich dachte schon, wir müssen den 12-mal kämpfen. Was wär's noch? Und der hat einen Panzer drum. Das nervt auch manchmal. Desto schwieriger die Gegner werden, die kriegen einfach einen Panzer drum. Also es kommt keine mehr neue Gegner mehr hinzu, es kommt einfach nur ein Panzer um die herum. Das ist immer sehr kreativ. Aber hey, da gibt es schlimmere Spiele. Da tauchen dieselben Gegner 20 Mal auf. Im ganzen Spiel. Also wie auch immer. Das ergibt keinen Sinn, wie immer. So, da ist wieder die Sternschnuppe. Seht ihr, der hat einen Panzer drum bekommen. Eigentlich ein ganz einfacher Gegner, aber mit dem Panzer nervig. Er verträgt einfach mehr Treffer ab und das war's. Mehr ist ja nichts. Und ich glaube, der attackiert öfters. Zack. Und weg. Oh, wir kriegen 3 Katzen geschenkt. Da ist 1, da ist 2. Wo ist die 3? Die 3 ist da oben an der Decke. Nicht so weit. Nicht so weit. So, das ist okay. Da sind die Kackzwiebeln, die meine ich. Nummer 1 auf der Kackliste. Dann auch noch 2 Stück von denen. Kurz im Prozess. Ich glaube, der Baum hat die Hälfte aufgefangen, ne? Wir sind einfach nur neu dazugekommen. Ja, und bei euch so. Gefällt euch dieses Let's Play bisher so? Würdet ihr vielleicht mehr Vita-Let's Play sehen? Ich frage ja immer wieder danach, aber aufgrund der Zuschauerzahl ist hier nicht wirklich viel Interaktion leider möglich zurzeit. Deswegen wünschte ich mir einfach, wenn irgendjemand mal einen Kommentar hinterlässt, hey, ich will noch mehr sehen, ich will nicht mehr sehen. Du bist scheiße. Das ist sowieso logisch, aber... so. Ich erzähle hier einfach irgendwas während der Kämpfen. Trip. Falls ihr meinen Vlog nicht gesehen habt, zur Auswahl steht bei euch definitiv noch Moro Mother Rebirth oder Soul Sacrifice, falls das Interesse dafür da ist. Falls nicht, dann halt nicht. Ich werde sie wahrscheinlich sowieso spielen. Huch, was ist denn? Da ist ein neuer. Oder haben wir den schon mal gehabt? Kann mich nicht erinnern. Ah, das war ein Boss, glaube ich, ne? Oh. Der Große lebt auch noch. Ich hab ein bisschen rum. So, der ist tot. Ja, das war der erste Boss, den wir hatten. Jetzt ein stinknormaler Gegner. Als ob wir jetzt so viel stärker geworden sind. Na, wo ist er? Lande mal. Muss man hier auf die Glocke hauen. Zack, 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 zack. Letztes Mal, als ich das gemacht habe, bin ich übelst verreckt. Weil ich den Schüssen nicht ausgewichen bin, das ist mir jetzt egal. So, tot ist das.
Eine Katze. Zwei Katzen. Ah, das war wahrscheinlich der letzte Fight. Dann müssen wir gegen den Panther selbst antreten. Weil das ist jetzt Nummer 19. So, Nummer 19. Hab schon gedacht, der kommt nicht. Und da ist Nummer 2. Wo ist Nummer 20? Die ist so weit unten. So, und Nummer 20. That's the last piece of Dusty. I think my power is back too. Yeah. Oh, Dusty, something feels different about you. Well, whatever it is, we better work together to take out that panther to get out of here. So, und da vorne ist auch eine Menge aufgetaucht. Vielleicht zwei von den Riesen. Aber Gott sei Dank, unser Spezialangriff ist fertig. Es wird aber nicht ausreichen, wenn ihr mich fragt. Mich fragt keiner. So. So, so, so. Immer wieder das Wort so. Das sind so Füllwörter, wenn man nicht weiß, was man erzählen soll. Genauso wie wenn man Musik vom Spiel nachsingt, dann weiß man. Das sind so Let's Play-Techniken. Das heißt immer, man hat keine Ahnung, was man erzählen muss, dann singt man einfach das Lied nach. Damit es unterhaltsamer wird. Aber es hilft. Je nach Gesangskünste wirkt es auch dann vielleicht unterhaltsamer. So. Während das Wort Soho, was ich ja immer wieder gerne wiederhole. Now's my chance. Finisher. Drehen den Arschbreiter. Ah, jetzt kommt unser Panther-Finisher. Oder? Ja. Badam. Weg mit ihm. What just happened? That was amazing. I just couldn't let sleeping cats lie, huh? You have performed beyond my wildest expectations. But don't think this is the end. Soon all will be revealed. You? Ja, wer ist das jetzt? Zeigen die nicht, ne? Und da wacht sie auf. Hat ein Kink gekriegt. No way. There's no way he could have been alias, right? That's just ridiculous. Ah. Kriegt noch ein Kind. Alias was back from the death to haunt me, and Dusty had fallen to pieces. I still don't know if that happened was real or not, but Sion's return was no dream. Oh, hey cat, where am I? Sion couldn't tell me what happened to Raven or the Ark. I would have had to wait for her to fall asleep so the other her could awaken if I wanted the answers. Huh? How? Sion's return meant Raven and the children on the Ark were alive. Just knowing that there was a chance I might be able to see them again filled me with resolve. Und er kackt immer noch in sein Rohr da. Sie seems to do will be besing. Citizens of Haskell, today at Freedom Square. Today at Freedom Square? Kommt da noch was? There will be important announcement from Major Danelic. We are asking all citizens to gather there. Freedom Square is downtown. I better get over there. Erstmal fragen wir die, aber hier was los ist. Tion, how can you always be so calm? I can't stop thinking something better about to happen. I wish something good would happen for a change. Hmm? You're funny. Just think that all bad things are good and nothing but good things will happen. What? That doesn't make any sense. You just have to go back up into your mind and change the memories to make them better. Just try to imagine how you would do things differently and make it so that that's what happened. And all the bad things change to good things. However, you can't change the past. You only get one shot at it. Everything you remember about the past is all in your head, right? Then all that does matter. You think something happened, then it did. However, there's proof that things happened the way they did. The people who were with me at the time, things left behind. Well, if you discover a contradiction, you just have to go back to when you discovered it in an uncontradicted man. That's nonsense, but then maybe if I thought the nonsense away, it would start to make sense. I only exist in the present, so if I imagine myself happy up until now, then I'll always be happy, right? Ugh, I think my head is starting to hurt.
Cat, just try it. Look into my eyes and discover your memories again for the first time. Oh, I'm having a total déjà vu here. I feel like I remembered something like this back when I first met you too. Warum labern die? Talk to her to visit Botome, the city at the edge of the world, to collect precious gem or complete in challenges missions. Ah, ich habe mich schon gefragt, wie man da hinkommt. City at the edge, Botome. Ich nenne das ja immer Minimaland. So. Die haben Alias gezeigt, aber nicht wer er war. Aber so wie Cat reagiert hat, vermute ich mal, dass es das Gesicht von Cid war. Unsere olle Goldlocke. Der nutzlose Polizist, was nicht wirklich viel Sinn ergibt, aber ich weiß es nicht. So, was haben wir? Ein paar Dialoge. Telling Fortunes. Ach, das ist schon wieder unsere Wahrsagerin. Die uns über den Tisch gehauen hat am Anfang. Dann fliegen wir doch mal ganz kurz durch hinten. Schadet nicht. Na, komm schon, so. Oh, welcome. What's wrong? Are you feeling okay? Actually, I'm feeling a bit strange. My predictions are all over the place today, so I was thinking about closing up early. Aki's predictions are always all over the place. Oh, that's too bad. I was actually hoping to invite you out with me to get some fresh air for a change. Thanks for the offer, but I think it's best to stay inside right now. Oh, why is that? Something just feels wrong. How about we just stay in and watch TV instead? I never pictured her for a couch potato. It's not like you to worry anyway. Maybe next time. Hey, don't. Ich hätte das Angebot ja nicht abgelehnt, aber hey. Da bin ich schon. Dialoge über Dialoge. Ich brauche auch gar nicht mehr die Züge zu nehmen. Ich kann einfach hier über die Welt rasen. Da teleportiert man nicht automatisch weg. There's going to be a big announcement today. Major Danelic himself is going to make it. Yeah, that's what I heard. Everyone's heading to the clock tower to see it. Rumor has it is an announcement. It's supposed to be about the big trump card against the Navy. I hope it's true. I can't wait until the Navy are gone. When things can finally get back to normal. I don't know what the Major's got up in his sleeve, but I don't think getting rid of the Navy will all be that easy. Aber das war's auch schon für diese Episode. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Haut mal ganz kräftig auf den Like-Button. Vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr diese Folge nicht ganz so scheiße fandet. Und ich sehe euch beim nächsten Mal.